Dieses Gaming-Video wird euch präsentiert von justnetwork.eu. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Community. Mein Name ist Stevenio und das ist das Zeichen des Sommers, denn der Lich King ist wieder da. Ich rufe euch also, Just Network Soldier und Lich King Army. Und da der Sommer nicht nur ein Summer of Stevenio ist, habe ich mir gleich mal einen Komplizen an meine Seite geholt. Der Gaucho ist hier. Was geht ab? Ja, das ist genau die Frage. Was geht ab im Sommer? Muss ich jetzt auch so. Wie macht man so ein G denn? Ja, hab ich's leichter. Anniversary Elster, aber das habe ich mir nicht zugetraut. So, ihr Lieben. Hier geht es heute darum, euch ein bisschen zu erklären, was wir jetzt ab dem 1.8. machen. Was machen wir denn ab dem 1.8.? Das ist eine sehr gute Frage und ich danke dir dafür, Gaucho, dass du die jetzt stellst. Sind wir jetzt unten? Nee, wir sind unten, alles klar. Rasmus in der Regie und er macht jetzt wildere Kameraübergänge. Ihr Lieben. Wir, beziehungsweise ich, wie ihr mitbekommen habt, habe ab 1.8. mir ein halbes Jahr unbezahlt, das möchte ich ganz deutlich nochmal sagen, Urlaub genommen. Aus verschiedenen Gründen, auch privaten Gründen, aber vor allen Dingen möchten wir ab dem 1.8. euch mal wieder ein Programm bieten und mal so ein bisschen testen, inwieweit das möglich ist als Streamer. Und auch da gab es schon wieder Unmutsäußerungen nach meinem Podcast, irgendwie Vollzeit-Streamer 3 Tage ist zu wenig. Wir schauen mal, ihr Lieben. Was wir primär machen werden, ist, wir werden 4 Sendungen in der Woche machen. Also zumindest 3 davon, an 3 davon bin ich beteiligt. Wir haben uns am Mittwoch getroffen in meinem Garten. Es war sehr, sehr lecker. Wir haben gegrillt und ich habe mir von meinem Studio-Team quasi die Absolution. Die Absolution geholt, dass sie mitziehen. Wir fangen mit dem Montag an. Wir haben noch ein bisschen hin und her geschoben. Eigentlich wollten wir die Sendung, die wir jetzt am Montag machen, am Freitag machen. Aber da LCS ist, haben wir das auf Montag verschoben. Und ich muss sagen, dass ich mich sehr auf dieses Format freue, weil ich das nicht alleine mache, sondern mit einem ganz besonderen Menschen. Mit einem ganz, ganz besonderen. Ja, und zwar, wenn ihr euch an die letzte Sendung von Crew vs. You erinnert, hatten wir den Nils als Team-Captain des League of Legends-Teams. Und der Nils Bassen, heißt der Herr, ist einer der, er hat mir, was hat er gesagt, 0,1 besten League of Legends-Spieler auf der Welt. In Schesel. In Schesel und auf der Welt. Und der, das kannst du wahrscheinlich auch nicht, was ist die höchste League of Legends Liga? Ich glaube Master. Platin. Platin? Weiß ich nicht. Wieso weißt du sowas nicht, Rasmus? Ich habe keine Ahnung von LoL. Ja, ich halt auch nicht. Also die allerhöchste Liga, da wo auch die ganzen LCS-Spieler spielen, ich meine, es ist Master. Platin ist, glaube ich, noch einen drunter. Egal, auf jeden Fall, dieser Nils wird mit mir zusammen jeden Montag ab 20 Uhr ein Sendeformat machen, das heißt Krömer trainiert League of Legends. Sensationeller Name haben wir so im Just Network noch nie gehabt. Noch nie. Das heißt, es wird so ablaufen, der Nils wird jetzt mit mir hier im Studio sitzen, da wo jetzt der Gaucho sitzt. Weniger gut aussehen als der Gaucho natürlich, deutlich. Aber dafür kann er ja nichts. Ich habe den Nils schon kennengelernt. Ja. Der Nils ist besonders, ne? Und hat eine schräge Maus, ne? Ja, er hat eine schräge Maus. Er hat nämlich Mausarm. Ja. Also das Interessante daran ist, dass im Prinzip war es letzten Sommer ein ähnliches Konzept in Hearthstone. Das heißt, ich hatte einen extrem guten Spieler an meiner Seite mit dem Xanti, der versucht hat, vergebens möchte ich sagen, aus mir einen guten Hearthstone-Spieler zu machen. Und da ich mit MOBAs und League of Legends eigentlich nie sowas Richtiges anfangen könnte, ist die Herausforderung da weitaus größer. Das heißt, ab dem 1.8. werden wir übrigens schon Anfang Juli damit anfangen, früher als das eigentliche Ding. Nämlich wenn der Philipp, der auch begeistert League of Legends Spieler ist und hier dann in der Regie sitzen wird, seine Uni-Prüfung hinter sich gebracht hat, werden also Anfang Juli damit schon anfangen. Krömer trainiert League of Legends aus dem Studio und der Nils kennt auch jeden guten deutschen Hearthstone-Spieler, einfach weil er so hoch spielt. Und hat mir schon dutzende Namen per Facebook geschrieben, wen wir alles hier im Interview haben werden. Ich kenne nicht einen davon, von daher habe ich das natürlich nicht so beeindruckt. Aber ich glaube, unter League of Legends Spielern wird das eine schöne Sache werden. Also montags, Krömer trainiert League of Legends mit Nils Bassen, seines Zeichens Master-Liga-Spieler. Und jetzt werden wir fragen, warum League of Legends? Weil ich versucht habe, mit diesem Konzept für den Sommer ein möglichst breites Spektrum abzudecken. Und man ja auch mal neue Sachen ausprobieren soll. Ja, und League of Legends ist ja beliebt. Ist ja überraschenderweise beliebt. Nur weil wir das nicht so gut finden, heißt es ja nicht, dass das nicht beliebt ist. Du findest das ja gut, ab jetzt. Ja, mal schauen, ne? Das ist halt die Frage. Das wird so lustig. Ja, eben. Ich schwöre, das werde ich mir jeden Montag angucken. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich?
wenn ich in League of Legends krümere, könnte ich sagen. Ja, genau. Ja, Mittwoch wird der Spielzeittag, eigentlich Late Game. Wir haben es umbenannt in Spielzeit, das haben wir euch Anfang des Jahres schon gesagt. Eigentlich ein Format, was wir für die Rocket Beans machen wollen. Leider hatten die Rocket Beans, ich kann gar nicht sagen, kein Interesse mehr daran. Sie haben sich einfach überhaupt nicht mehr gemeldet. Von daher haben wir ja auch schon Anfang des Jahres gesagt, wir machen das halt ohne die, wenn die keinen Bock drauf haben. Und so machen wir das. Wir haben überlegt, und das habe ich am Mittwoch auch mit meinen Jungs und Mädels besprochen, das vielleicht alle zwei Wochen zu machen. Aber unter anderem Gaucho und auch meine Crew haben gesagt, nee, lass ruhig mal jede Woche machen. Das heißt, das neue Late Game heißt Spielzeit mit der ganzen Crew im Studio. Multigaming, alles was Neues, alles was Interessantes. Es gibt uns viel Spielraum für Experimente. Kann man nicht viel Großes zu sagen, nur dass die ganze Crew da sein wird, inklusive Gauchismo. Aber auch nicht jede Woche. Ja? Also es wird nicht so sein, dass es eine Verpflichtung ist. Ihr wisst ja, im Just Network, die ganzen Helfer arbeiten ehrenamtlich. Das heißt, das wird nicht so sein, dass, keine Ahnung, ich die Leute foltere mit Messer und Strom, wenn sie mal eine Woche nicht da sind. Zum Glück haben wir eine relativ große Crew, sodass, keine Ahnung, wenn Gaucho private Verpflichtungen hat, zum Beispiel irgendwie mit seiner süßen Tochter ins Schwimmbad gehen muss, dann ist das absolut legitim und dann wird einer von den anderen aufrücken, sodass es nicht Pflicht ist, aber wir uns relativ oft sehen werden. Ja, wir versuchen es ja eigentlich so oft wie möglich einfach zu machen. Und das wird aber ja, dann wird man ja sehen, wie gut das funktioniert. Genau, ich bin mir sicher, dass es gut funktionieren wird, weil ich muss auch ehrlich sagen, das ist nicht nur irgendwie als Format interessant, sondern für mich persönlich ist es auch immer schön, weil dann irgendwie alle, in Anführungsstrichen klingt es ein bisschen auf Tränendrüse, aber alle meine Lieben hier im Studio sind. Und dann ist es, ja, dann ist es immer besonders schön, wenn alle zusammen sind. Und wir sind da auch nicht auf irgendwas festgelegt. Das heißt, alles, was uns interessant scheint, alles, was neu ist, alles, was man mit der Community zocken kann, werden wir dann machen. Die genaue Zeit müssen wir gucken, ob wir um 19 Uhr schon anfangen, vielleicht ein bisschen früher und darf nicht so lange machen, weil natürlich Daniel immer am nächsten Tag arbeiten muss. Und Gaucho habe ich auch habe ich gehört, ja. Wie wir eigentlich alle mittlerweile, also ich dann nicht mehr, aber alle anderen. Ja. Ja. Also Spielzeit am Mittwoch. Kommen wir mal zum Freitag. Freitag, ihr wisst, mein liebstes Spiel ist Hearthstone. Das ist einfach so und das muss natürlich auch seinen Platz haben im Summer of Sivinio. Das heißt, jeden Freitag werden wir Hearthstone spielen, beziehungsweise ich. Mal hier aus dem Studio, mal von zu Hause. Wie ich schon angekündigt habe, werden wir ganz viele Peon-Power-Turniere machen und dieser neue Kartenmodus, wie heißt es, Kartenchaos? Kartenchaos, ja. Kartenchaos wird da auch eine große Rolle spielen, weil da natürlich viele eigene Regeln jede Woche irgendwie Anwendung finden. Das heißt, das wird in unsere Peon-Power-Serie gut reinpassen. Das heißt, wir werden dann auch Peon-Power-Turnieren über diesen Kartenchaos-Modus machen. Und ich habe mir vorgenommen, auch nicht jede Woche ein Peon-Power-Turnier zu machen, sondern abwechselnd. Eine Woche spielt Krömer, keine Ahnung, mit vielleicht Gaucho von zu Hause oder mit Frosty oder mit Magic Mike. Oder, keine Ahnung, es kommen irgendwelche neuen Karten raus, über die wir diskutieren wollen. Oder ich will einfach mal laddern. Und dann die Woche darauf dann ein Peon-Power-Turnier. Kleine Brackets mit der Community, relativ spät, damit dieses coole, frühere WoW-Nacht-Flair oder Warcraft 3-Flair aufkommt. Und dazu habe ich ja schon im Podcast angekündigt, aber den hört ja nicht jeder, wollen wir dann auch eine Hall of Fame machen, wie wir es genauso wie wir es früher im Warcraft 3 gemacht haben. Da wird es auf justblizzard.eu einen Bereich geben, wo dann so eine schöne Tafel designt wird. Wir haben ja so viele schöne Grafiker in der Community und wo dann jeder Sieger seine goldene Plakette mit dem Datum und seinem Sieg drauf haben wird, als kleine Anregung. Also, das könnte cool werden. Freitag ist Hearthstone-Nacht, nennen wir das Ganze, jeden Freitag ab dem 1.8. Voll geil. Voll geil. Ja, hoffentlich oft mit dir. Ja, hast du Nacht? Ja, mit Regelmäßigkeit sicherlich. Ja. Mit mir. Und dann ist mir auch unabhängig, das soll ja ein gechilltes Format werden. Das heißt, da haben wir die Pflicht, immer im Studio sein zu müssen. Das heißt, du kannst auch ganz gechillt, wenn deine Tochter im Bett ist, einfach mal vorbeikommen. Ja. Per Skype oder TS. Ja, du hast ja alle Tage in der Woche belegt, wo ich Zeit gehabt hätte. Dienstag, Donnerstag habe ich Training. Ja. Montags, Mittwochs, Freitags Sendung. So. Das heißt, ich habe jeden Abend was zu tun. Ja. Alles richtig. Ja, so also kein Privatleben mehr jetzt. Kein Privatleben. Nee, läuft nicht mehr. Dann, das ist aber noch nicht alles, ihr Lieben. Ich habe ja gesagt, vier Streams die Woche. Und dann habe ich meine Jungs und Mädels gefragt, wie machen wir das, hat nicht einer von euch Bock zu streamen? Es muss ja nicht immer der Olle Stevenio sein. Und Tali und Daniel haben das ja schon ein paar Mal gemacht, von zu Hause aus. Bloodbound zum Beispiel, wie heißt es, dieses schwere Spiel, war das Bloodbound? Irgendwas mit Blatt. Hat der Daniel von zu Hause gemacht. Da habe ich mich dann auch bei ihm selbst eingeladen und Bier getrunken, während er gespielt hat. Das war ganz nett.
Und das werden die jeden Sonntag machen ab dem 1.8. Das heißt, Tali und Daniel von zu Hause aus ihrer Bremer Wohnung werden die wahrscheinlich Tali mit Sims und Daniel, worauf er Bock hat. Daniel spielt viel Shooter. Das heißt, auch Sonntag ist eure Abendunterhaltung gesichert. Dann Tali und Daniel von zu Hause ganz ohne Krömer. Ja. Ne? Und genau, ja? Und? Das sind die vier festen Sachen, die fix sind? Das sind die vier festen Sachen, genau. Und das heißt aber nicht, dass nicht auch Überraschungsgeschichten dienstags, donnerstags und samstags sein können. Genau. Da kann man sich noch nicht drauf festlegen, weil das halt noch nicht komplett zu Ende ist. Genau. Also das ist halt nicht kein festes Programm. Und da haben wir abgemacht, dass wenn einer Bock und Zeit hat aus der Crew, dass der an einem Tag seiner Wahl dann quasi auf den Stream connecten kann. Keine Ahnung, wenn ein neues Madden rauskommt oder von mir ist noch das alte und Gaucho hat Bock, dann sagt der Krömer, heute Abend machen alle die Ladung frei, ihr Anfänger, heute ist Madden. Und dann spielt Gaucho einen Abend Madden auf unserem Stream und keine Ahnung, an einem Dienstag, an einem Donnerstag. Ist bald soweit. Oder bald das neue Madden. Ja, ist bald soweit. Im August, glaube ich. Im August, ja. Also, kann sein. Papa hat gesagt, er hat Bock, mal einen FIFA-Abend zu machen. Hat er ja auch schon. Du hast ja auch noch Verwandte, die vielleicht gut aussehende Verwandte. Da war doch auch noch irgendwas, ne? Ja. Drunken. Vielleicht hat der eine oder andere den Namen schon mal gehört. Der übt jetzt gerade wieder StarCraft 2. Nein! Ja. So ein Zufall auch. Vielleicht darf man da mal zugucken, wenn vielleicht er. Vielleicht darf man da mal zugucken. Wenn er StarCraft 2 übt. Genau. Also, ihr seht, viele Optionen. Die Wochenunterhaltung ist quasi gesichert. Und eine Sache, die wir noch machen werden, ist, wir werden einmal im Monat ein Event machen. Vielleicht dann an einem Samstag, vielleicht dann an einem der Tage, wo wir irgendeine Sendung einfach mal ausfallen lassen und dafür das Event machen. Das ist einmal im Monat werden wir ein Event machen. Das wird also eine größere Sendung sein. Keine Ahnung. Crew vs. You, ich weiß, ihr könnt es nicht mehr sehen, aber wäre so ein Event. Wir haben gerade über ein Pokerturnier gesprochen, WoW-Marathon, Schlag den Pap, / Gaucho. Da hätte ich auch mal wieder Bock drauf, ne? Ich habe noch nie eine Schlag den Pap-Sendung gesehen. Zu Recht. Er hat auch mal verloren. Ja. Ja. Das wäre natürlich bei Schlag den Gaucho andersrum. Genau. Das ist ja, Schlag den Gaucho und... Ich habe es ja schon mal im Podcast gesagt. Ich glaube nicht, dass es in dieser Community irgendjemanden gibt, der mich in irgendwas schlagen kann. Also. Ja, da taucht mir schon so ein bisschen an. Ihr merkt das. Ansonsten, andere Beispiele wären die Call-in-Expertenrunde oder wären das Warcraft 3 Revival, was letzte Woche echt geil war. Echt Spaß gemacht, mal wieder das alte Ding aufzufrischen. Cool. Und also sowas, ne? Also ihr seht schon, da wird viel geliefert. Ihr habt vielleicht gesagt, der Krömer meint das nicht ernst, aber der Krömer meint das ernst. Und deshalb heißt es ja, Summer of Stevenio, wir werden liefern, ihr Lieben. Ja, und jetzt kommen wir zu eurem Einsatz, liebe Community, weil das nur der Tod ist umsonst, oder nicht mal der Tod ist umsonst, sagt man ja. Ja, der kostet das Leben. Genau, so, ja, so ist es nämlich, so ist es nämlich. Und von daher, ihr Lieben, werden wir, und wahrscheinlich guckt ihr dieses Video in dem Moment, wo das Ganze schon gestartet ist, wir brauchen wieder eure Hilfe, um quasi die Season 3 dieses Studios hier zu finanzieren. Das heißt, das Studio läuft nur bis Oktober, 30. September läuft unser Vertrag aus und ist ja auch nur bis dahin finanziert. Das heißt, wir brauchen wieder eure Hilfe, ihr Lieben. Wir müssen wieder, und es geht ja dabei nur um die Miete für das Studio, ja. Ihr werdet sagen, wow, so ein Betrag, so ein hoher Betrag, aber rechnet mal zusammen. Ich weiß gar nicht genau, was wir bezahlen. 500, 600 Euro zahlen wir hier Miete, plus Nebenkosten, plus, keine Ahnung, Spritgeld, Mülltonne. Mülltonne, die wir nicht haben, aber da sind schon auf jeden Fall viele laufende Kosten, sei es, dass irgendwann mal jetzt mitgekriegt Hardware ausfällt oder Sachen kaputt werden oder, keine Ahnung, Pape wieder irgendwelche Prostituierten finanziert haben will. Ihr wisst, wie das hier läuft mit das Network. Ist so. Und von daher sind wir von euren Spenden abhängig. Wie gesagt, die Spendenaktion auf Startnext startet in diesen Tagen wieder und wir können, oder ich kann nur aus meiner Sicht sagen, bitte spendet. Wir brauchen das für die Season, sonst ist der Song of the Menu spätestens am 30. September vorbei, was sehr, sehr schade wäre. Ja, ansonsten gibt es dieses Jahr noch viele interessante Spiele-Releases, wo wir lustige Sachen planen. FIFA Nord Derby wird auf jeden Fall wieder ein großer Punkt sein. Da haben wir eine ganz tolle Idee für die neue Season, die da kommt. Und gibt es dieses Jahr eigentlich noch irgendwelche großen Releases? Legacy of the Void? Wäre eher was zu Drunken? Ja, Legacy of the Void ist ja, also wird ja ganz groß wegen diesem Archon-Modus. Genau. Auch für Krömer trainiert StarCraft 2. Madden 16. Ja, das ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Große Sache. Schlag den Gaucho. Ne? Ja. Unmöglich, wie wir beim letzten Crew vs. You gesehen haben. Ne? Ja, unmöglich ist alles. Ja, und... Ansonsten kenne ich mich nicht aus. Eine ganz große Sache ist auf jeden Fall Overwatch. Dieses Jahr noch, auf jeden Fall spätestens im Herbst. Aber uns wurde zugesagt... Ohne Gewehr erstmal, dass wir in die Family and Friends Beta kommen werden. Vielleicht sogar schon in die Alpha von Overwatch.
Und wir haben von Take gelernt in der Colin-Experten-Runde. Take hat gesagt, als deutscher E-Sports-Experte, ich denke, den Titel hat er durchaus verdient, dass das für ihn der große E-Sports-Titel der nächsten Jahre werden wird. Ja, das glaube ich auch. Von daher werde ich meinen Reinhardt wieder spielen, also schon auf der BlizzCon die Ehre. Das ist der Tank, ne? Das ist der Tank. Mhm. Schön chargen und Leute irgendwie an die Wand klatschen. Wäre auch deins, glaube ich. Ja, mal gucken. Und das wird auf jeden Fall auch bei uns. Ich liebe Eugel ja mit dem Gaucho-Charakter. Ja, macht ja auch für dich Cowboy, macht das ja auch total Sinn. Irgendwie. Das ist ja deine Attitude. Müssen wir mal gucken. Ja, also Overwatch auf jeden Fall auch. Lange Rede, kurzer Sinn, ihr Lieben. Ab 1.8. geht's los. Krömer trainiert League of Legends schon Anfang Juli. Und alles, was ihr noch tun müsst, ist sagen, Stevenio, wir sind auf jeden Fall dabei. Und wenn ihr eine Mark überhaupt, eine Mark vor allen Dingen, oder einen Cent oder ein paar Euro, dann spendet bitte im Rahmen unserer Studio-Spendenaktion. Crowdfunding für die Season 3 des Just Network Studio. In diesem Sinne, danke Gaucho, dass du hier dabei warst und unser Konzept vorgestellt hast. Und danke, danke an Rasmus, dass er in der Regie sitzt. Und wir machen gleich hier eine Sendung aus dem Studio, aber das ist für euch nicht mehr relevant. Also das war der Summer of Stevenio, unser Konzept. Und ich hoffe, ihr seid so glücklich damit wie wir. Und dann sehen wir uns am 1.8. wieder hier bei Krömer trainiert League of Legends. Macht's gut, ich bin euer Stevenio. Ciao, ciao!